Hallo zusammen und willkommen nochmal zurück zu Vampire Survivors. Ja, auch schon ein paar Tage her, als wir hier zuletzt mal gespielt hatten. Wir wollen uns jetzt natürlich nochmal ein paar weitere Sachen hier mit diesen Karten und den ich es freischalten. Und wir haben ja schon gesehen hier Level 50 mit Croaky oder wie auch immer er jetzt heißt. Das können wir natürlich einfach mal probieren. Ich bin mir gar nicht sicher, wir hatten das, denke ich, zuletzt mit ihm sogar mal hier gespielt, aber dann sind wir da wahrscheinlich nicht fertig geworden. Okay, nehmen wir mal das hier. Achso, sind wir hier etwa denn gestorben? Also, okay, das können wir ja einfach mal probieren. Wir hatten eigentlich. Ja, das haben wir geschafft, ne? Das haben wir auch gefunden. Glitch World. Und ich denke, das war hier diese erste Geschichte, die wir noch nicht geschafft haben, weil der konnte man, denke ich. Wie war denn das? Genau, no Item Drops und so weiter. Also das war, denke ich, schon ein bisschen schwieriger. Das werden wir aber sicherlich auch dann später nochmal probieren. Boss Rush, das ist, denke ich, was ganz Neues. Wir können hier zum Beispiel mal hier in den Turm hier nochmal rein. Kann das, genau. Und irgendwann können wir natürlich auch mal diese anderen Modi und so weiter da mal probieren. Area. Die machen eine Explosion, wenn die vorbei sind. Auch interessant. Retaliation. Na, wir nehmen mal dieses hier mit dieser Explosion. So, jetzt schauen wir noch mal kurz. Was haben wir hier? Also oben noch dieses Fragezeichen. Das müsste ja original mal so ein Sarg oder sowas gewesen sein. Aber haben wir den nicht dann schon aufgedeckt? Interessant. Wir haben oben Speed und unten Duration. Unser Grundding schon mal okay. Ja, genau. Diese Geschosse, die hier kommen. Ah, du gehörtest ja schon mal dazu, zu diesem Explosionszeug. Dann nehmen wir dich doch schon mal. Ich denke, Santa Water müsste schon mal ganz okay sein. Naja, sieht man auf jeden Fall gleich diese Explosionsgeschichte. Ja. Am Anfang natürlich wie üblich erstmal so ein bisschen. Bracer kriegen wir noch automatisch. Reroll hier. Water. Und du warst derjenige, genau, der von sich aus schon ein Revival extra hat, genau. Aber wie scheint hier die Musik in der Stage ein bisschen leise zu sein, ne? Oh, ja, noch mal eins mehr. Ja, hier drüben ist ja dieser Shop-Typ. Na gut. Aufsammeln. Aber wie schon gesagt, erstmal ein paar Levelchen hier machen. Auf jeden Fall gleich am Anfang, bevor wir da losziehen. Weil dann kriegt man ja tendenziell doch eher ein bisschen weniger Erfahrung dann. Achso, ne, das war ja Glück, der Spinat und. Ja, upgraded ist das ja auch nicht ganz schlecht.
Und natürlich mit dem Gold, das wir auch noch ein bisschen machen, wollen wir uns natürlich auch dann auch noch ein paar von diesen Upgrades. Also viel ist ja nicht mehr, aber es ist ja mittlerweile auch alles recht teuer. Rerolls und ähnliches, was es da alles noch gibt. Dich gibt es nicht. Ich hätte ich natürlich theoretisch gern. Und somit natürlich dann auch Axt. Ja, da durfte man aus einem Grund nicht drauf, ne? So also eine kleine Dämonenhorde. Na gut, kann einem unter Umständen ja auch gefallen. Noch weiter hier. Auf jeden Fall schon mal ganz gut Meter mit diesen Blitzschlägen hier auch, mit diesem zusätzlichen Explosionsding da dazu. Also da dann auch noch ein bisschen jetzt die Area langsam mit hochkriegen und so. Das würde auf jeden Fall passen. Na, ja. Genau, und diese roten, die hier immer wieder aufwachen. Oh, damit werden sie wohl wirklich besiegt. Cooldown ist natürlich auch sehr gut, ja. Grundlegend. Aber nicht Magic Wand dazu unbedingt nehmen müssen. Warum noch Duplicator? Was war jetzt noch mal? Ach genau, ne? Duration wäre für die Bibel, ne, aber ich war jetzt überlegen. Ah, okay, genau, Magnet war für die Geschichte hier. Ja, das müssten wir uns eventuell noch holen.
haben wir schon mal. 8 gebracht. Weiter. Ja, gestern hat man dann mal noch mal keinen Stream gehabt, weil ich es eigentlich geplant hatte, aber es ging sich dann doch nicht so richtig aus. Der Zeit her. Aber ja, so ist es halt. Und wir werden natürlich dann nächste Woche natürlich auch mit Might & Magic 10 dann auch wieder weitermachen. Weil ich nur so ein bisschen am Überlegen bin, wie ich das eintakte, dass ich vielleicht zwei Hauptspiele oder so ein bisschen abwechselnd über die Woche über dann weiterspiele. Das müssen wir mal sehen. Ja, bis jetzt macht Might & Magic 10 soweit auf jeden Fall erstmal Spaß. Geht auch ganz locker soweit von der Hand. Und daher freuen wir uns da auf jeden Fall. Ja, wieder mal mit so einem Teil von so einer großen Serie, die wir da halt irgendwie mal angefangen hatten, grundlegend auch mal wieder weiterzumachen. Bracer kriegen wir hier noch. Scheiße. Na, leider nicht das Upgrade, aber gut. Marine Power ist natürlich auch in Ordnung. Sagen wir, machen uns auch mal so langsam jetzt auf den Weg nach oben hier. Also wenn sie uns lassen. Okay, das sind nochmal diese Sachen, ne? Macht, denke ich, gar nichts, oder? Also, ich meine, damit kann man nicht weiterentwickeln, oder? Also, wenn, haben wir es so zumindest noch nicht gefunden.
mal schnell so nach oben weitergehen, ist gar nicht mal so leicht. Schon ein recht, in Anführungszeichen, weiter Weg, ja. Was anderes wie diesen Bracer hier, wenn wir dann auch nicht bekommen. Ich glaube nicht, dass wir es noch schaffen, dann wieder nach unten zu gehen. Ja, die erhöhte Geschwindigkeit ist ja jetzt grundlegend auch nicht so schlecht. Das heißt natürlich, dass wir uns als letztes dann theoretisch das Messer hier noch mitnehmen würden. Oder halt irgendwas, was wir halt eben gar nicht weiterentwickeln müssten oder können. Na, mal sehen. Geringeren Cooldown hier, wie sehr der verringert wird. Das haben wir schon ein bisschen. Jetzt nochmal, wenn wir uns bewegen. Na, scheint schon fast halbiert zu sein oder so, ne? Na, kann er ja. Ja, bekommt man schon einiges von diesen Teilen hier hin. Fläschchen. Okay, nochmal eine Truhe. Ja, damit. Das wird echt ein weiter Weg hier. Ja. Ja, Level 50 wird auf jeden Fall kein Problem werden.
auf Level 8 auch noch gewartet. Jetzt zumindest mal die zweite Waffe haben, die sich evolven lässt. Wobei ich dachte, denke ich, dass wir. Achso, na gut. Ja, für den Ring brauchen wir erstmal den Duplicator, sonst geht das ja logischerweise nicht. So. So. Richtig auf jeden Fall, ja. Alles nicht unbedingt. Ich meine, Clock Lancelot ist, denke ich mal, grundlegend auch okay, ne? Na komm, bevor wir dann nichts mehr kriegen. Dann irgendwas nehmen müssen, was uns da nicht so wirklich reinpasst. Komm, Duplicator muss irgendwann mal kommen. Komm langsam näher, ja. Das wollen uns den Duplicator nicht geben. Naja, was soll's. Ja, offensichtlich nicht. Die haben dann sogar Armor, Scalomaniac. Mehr Gold. Das hilft uns nicht wirklich beim Überleben. Upgraden hier. Natürlich auch nichts, damit das hat. Also da oben ist natürlich schon noch ein ganzes Stück, bis man da ist.
Finger weg. Oh, das sind jetzt mal viele von denen, die herumlaufen. Die sind natürlich auch, ich sag mal, die Waffe natürlich mehr so davon gedacht, dass man so ein bisschen zentral dann sicherlich bleibt. Das ist die abgegradete Version, aber. Wir sind gerade erstmal bei Minute 20 sozusagen angekommen, also ich meine. Ich meine, der hat jetzt nicht wirklich eine Chance gehabt. Ja, so langsam kommen wir noch ein bisschen näher her. Area ist natürlich nicht schlechter, plus dieses 1% pro Level, das macht natürlich vor allen Dingen Sinn, denke ich mal, wenn man es ziemlich zeitig mitnimmt, das bringt uns nichts mehr. Oh, davon haben wir nichts. Also gut, das Hähnchen. Nö, dann nehmen wir hier nochmal das hier, ein bisschen mehr mit diesen Armor und Retaliation da zu tun haben. Warum denn nicht? Moment. Ja, dann war das nicht irgendwie besonders hier. Ich meinte, dass wir das sogar schon mal irgendwie gesehen hatten oder so. Oder haben wir das dann damals einfach nicht bekommen? Hier. Genau, oder? Okay, dann hat sich dann steht halt der Sarg einfach nochmal da, aber es hat sich im Prinzip schon erledigt.
Ah ja, das Ganze runterkommen wir natürlich logischerweise nicht mehr. Also nicht so schlimm. Ja, das sollte ich erstmal so passen hier. Sollen wir dann wieder mehr weiße Drachen eingeflogen kommen? Vielleicht ja bei 5 Minute 25. Und erstmal Manticores. Also ja, direkt bevor ich heute das Spiel hier gestartet hatte, hat es jetzt auch nochmal kurz ein weiteres Update gegeben. Habe ich allerdings, das jetzt wirklich kurz vor dem Stream war, noch nicht nachgeschaut, was das gemacht hat. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wahrscheinlich bloß ein paar Patches oder irgendwas. Jetzt ist nicht, ob es irgendwelche großen Rebalancing-Sachen gab. Das ist spontan vielleicht nicht unbedingt vermutet, aber wer weiß. Mr. Crab. Es könnten mal Level-Ups geben hier unten, ne? Ein bisschen. Wie groß kannst du werden? Also du bist bestimmt hier dieser Mega-Boss hier für die Stage, ne? Aber ich habe nicht gesehen, wo er es hingeschossen hat. Das ist ein bisschen so ein kleiner Nachteil bei diesen. Was war das da unten jetzt? Da hat er tot rumgetanzt. Naja, so passt es auf jeden Fall erstmal. Kommst du noch mal reingeflogen, ne? Mal schauen, ob die hier noch durchkommen. Das sieht erstmal nicht so aus, zumindest nicht sofort. Mega Manticore. Dann war halt auch für ihn Schluss. Mal Level 100 ist auf jeden Fall hier kein Problem, ne?
wohl ungefähr 10.000 Gold schon mal. Auch mal okay. Außer zuletzt hier dieser wie extrem lange und trotzdem spaßige Playbook Baldur's Gate Dark Alliance. Das war natürlich auch mal wieder eine schöne Sache. Ja, wie schon gesagt, irgendwann werden wir uns auch mal den zweiten Teil ansehen. Der ist dann für mich ziemlich, also ja, im Prinzip mehr oder weniger blind. Schauen, wie es dann da weitergeht. Naja, ich wollte es jetzt, wie schon gesagt, nicht sofort anhängen an den ersten. Aber wenn man halt auch mal wieder so ein paar Titel hat, wo man jetzt nicht so ewig lang dranhängt, das ist auch mal eine ganz schöne Sache. Es gibt halt noch so viele Spiele, die ich jetzt auf der Liste habe. Da muss man wirklich erstmal überall dazukommen. In. Und dann hat das auf jeden Fall hinbekommen, was wir vorhatten. Na, Lightning Ring insgesamt sogar eine ganze Menge Schaden gemacht. Auch der DPS sehr gut. Also natürlich jetzt mit dieser verbesserten Recovery noch dazu. Also selbst unupgraded. Schon mal gut gewesen hier. Power Up, aber ich denke, die kosteten jetzt schon 40 oder sowas. Ne? 50 mittlerweile sogar schon. Okay. Also je nachdem, was man kauft. Giovanna. Okay. Ich denke, das werden wir einfach noch nicht haben. Weil ich da dachte letztens Bracelet, aber ich habe das mit diesem Bracer verwechselt. Das werden wir einfach noch gar nicht haben. Zehn Loxiel, okay. Okay. Banish, das geht halt wahrscheinlich immer weiter. 10 Waffen. Okay. Reiche Minute 31. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht möglicherweise schaffen können durch. Also Revivals werden das sicherlich helfen, aber wir haben vielleicht nochmal so einen Timestop mit oder sowas. Mad Forest und so weiter, okay. Na gut, wir werden das mal Giovanna probieren.